7. Kommentare. Fazibook. Autor Lisa Fischer. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Am Wochenende stolzierte sie noch topgestylt über den Münchner Flughafen. Jetzt entspannt der deutsche Megastar einen Tag mit ihrem Mann in den Bergen und genießt die Natur. Da trauten einige Fans ihren Augen nicht. Am Wochenende sah man ein bekanntes TV- und Werbegesicht noch in München am Flughafen. Jetzt mussten österreichische Fans am Wilden Kaiser gleich zweimal hinsehen. Mit Mann und Sohn macht dort ein Megastar-Urlaub und postet fleißig Fotos auf Instagram. Goin am Wilden Kaiser Österreich, vergangenes Wochenende sah man den deutschen TV-Star noch am Münchner Flughafen. Mit auffälliger Fransenjacke, Chanel-Taschen und farblich abgestimmter Maske topgestylt, stolzierte sie durch die Flughafenhalle. Doch schon kurze Zeit später fragen sich die Fans am Wilden Kaiser, sag mal, das ist doch. Fans trauen ihren Augen nicht. Deutsche TV-Ikone entspannt in den Bergen am Wilden Kaiser. Genau, Fiona Purt, Moderatorin und TV-Ikone. Der Grund für ihren Zwischenstopp in der Landeshauptstadt München war scheinbar ihr bevorstehender Trieb in die Berge. Ein Foto, das die 52-Jährige auf Instagram mit ihren Fans teilt, zeigt sie mit ihrem Mann Franjo in den Bergen vor einem Wasserfall. Als Ortsmarke hat die zweifache Mama das österreichische Goin am Wilden Kaiser gesetzt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Einfach ein Tag mit Franjo in den Bergen. Ein Beitrag geteilt von fauna@fauna.purt am Ort 18.2020 um 8.43 Uhr PDT. Fans trauen ihren Augen nicht. Deutsche TV-Ikone entspannt in den Bergen, die wilde Kaiserin am Wilden Kaiser. Dort scheint sich das Ehepaar Purt zu entspannen und in der Natur die Seele baumeln zu lassen. Einfach ein Tag mit Franjo in den Bergen, schreibt Fauna zu dem geposteten Foto. Dazu teilt sie weitere Eindrücke von dem Ausflug mit ihren Followern, darunter auch ein Video des beeindruckenden Wasserfalls. Ah, dann habe ich heute doch richtig gesehen, kommentiert eine Instagram-Userin unter das Urlaubsfoto von Fauna mit ihrem Mann. Augenscheinlich wurde die deutsche Moderatorin schon am Wilden Kaiser in Österreich entdeckt. Ein weiterer österreichischer User heißt Fauna willkommen bei uns. Fauna Purt entspannt in den Bergen, Fan spielt auf ihre Vergangenheit an. Die wilde Kaiserin am Wilden Kaiser, die wilde Kaiserin am Wilden Kaiser, schreibt ein Instagram-User unter das Bild. Damit spielt er womöglich auf die Vergangenheit der Ex-Frau von Dieter Bohlen an. Nach der kurzen Ehe mit dem Pop-Titan, das Ehepaar trennte sich bereits 4 Wochen nach der Hochzeit, heiratete Fauna 2004 ihren Franjo Purt. Die kirchliche Hochzeit fand ein Jahr später im Wiener Stephansdom statt, nach Vorbild der österreichischen Kaiserin Sissi. Das märchenhafte Brautkleid hatte damals übrigens kein geringerer als Modeschöpfer Karl Lagerfeld entworfen. Fauna Purt entspannt am Wilden Kaiser, oder ist sie auf den Spuren des Bergdoktors? Einige Fans ziehen unter dem Urlaubsfoto von Fauna Parallelen zu einer beliebten deutschen ZDF-Serie. Beim Bergdoktor einen Abstecher machen oder auf den Spuren vom Bergdoktor, lauten einige Kommentare der User. Denn die Serie, die seit 2008 in ORF 2 und ZDF ausgestrahlt wird, wird tatsächlich in Tirol am Wilden Kaiser gedreht, unter anderem auch in Goin.